Heute sind wir bei der Preisverleihung des Wettbewerbs Leistung lohnt. 10 Jugendmannschaften aus Bayerisch, Schwaben und Oberbayern können sich heute über neue Trikots und Trainingsanzüge freuen. Von welchem Team kommt's hier? Vom SV Rubesheim, also vom Schützenverein. Wir haben das auf Facebook gelesen und haben uns dann mal getroffen und gesagt, ja, das wäre doch ganz witzig, da mitzumachen. Ist das Einhorn euer Maskottchen? Ja, das ist unser Detlef. Wir kommen aus Afghanistan und Pakistan und wir haben Cricketmannschaft. Wie habt ihr euch beworben für den Wettbewerb? Wir haben ein Plakat gestaltet zusammen und haben noch ein Musikvideo gedreht, da hat der Fasil auch gerappt. Mit was habt ihr euch beworben? Wir haben ein Spielfeld aufgezeichnet und da unsere Bilder auf die Positionen und so geklebt. Als erstes haben wir einen Ballettschuh mit einem Brief zusammengeschickt. Als zweites haben wir dann eine DVD mit einem Tanz von uns eingeschickt. Und als dritten Teil hatten wir dann ein Fotobuch. Zukünftige Teams, die sich hier bewerben wollen, um auch so coole Jacken wie ihr zu bekommen beispielsweise, auf was sollten die achten bei ihren Bewerbungen? Dass sie, also wenn sie Bilder machen, dass sie scharfe Bilder haben. Ja, ne, ist ein guter Punkt. Und dass sie einen Einblick in ihre Sportart den anderen reinbringen. Wir haben gehört, dass Kreativität auf jeden Fall zählt und es sollte einfach eine aufwendige Bewerbung sein, die zeigt, was ihr drauf habt und was ihr könnt. Am besten einfach irgendwas Lustiges reinschreiben, das hat bei uns geholfen. Ganz viele Bilder über euch und schafft euch so ein Einhorn an. Eure Jugendmannschaft braucht auch neue Trikots oder Trainingsanzüge. Dann bewerbt euch bis zum 30. Juni 2017. Wichtig für eure Bewerbung, die Vorstellung eures Teams, Fotos von euch, eure größten Erfolge und warum gerade ihr gewinnen solltet. Und nicht vergessen, je origineller das Ganze, desto höher eure Gewinnchancen.